Squaretech und ich zeige euch heute, wie ihr einen Benutzer-Account auf unserer Service-Seite erstellen könnt. Dazu geht ihr als erstes auf letech-service.de und wählt dann hier den Punkt aus Letech-Account erstellen. Da füllt ihr einmal kurz die Felder hier aus. Ich mache das einmal schnell. Und dann klickt ihr auf Account erstellen. Wenn das geklappt hat, seht ihr hier dieses Feld, wo steht Account erfolgreich erstellt. Jetzt wird das Ganze von uns noch mit den wichtigsten Daten ergänzt, das heißt mit eurer Kundennummer oder mit den LED-Modulen oder Kacheln, die ihr bei uns bestellt habt. Und dann wird euer Account auch schon in Kürze freigeschaltet, sodass ihr euch einloggen könnt. Und wenn das passiert ist, könnt ihr euch auf unserer Seite auch einloggen. Und dann müssen noch die Stammdaten ausgefüllt werden. Wenn ihr euch einloggt, seht ihr hier die Benutzeroberfläche. Dann gibt es unter dem Punkt Einstellungen den Punkt Stammdaten. Dort brauchen wir dann noch einmal kurz die Lieferadresse und die Anschrift eurer Firma. Und es ist nur möglich, pro Firma einen Account zu erstellen. Das heißt, es kann nicht jeder Mitarbeiter selber einen Account haben, sondern es wird zentral einmal für jedes Unternehmen gemacht. Und wenn das Ganze ausgefüllt ist, einmal noch auf Speichern klicken und dann seid ihr auch schon fertig mit diesem Thema. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video.